Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Rückziehen. War eigentlich sehr nett, der G7-Gipfel in Kanada, viel harmonischer als die Teilnehmer erwartet hatten. Den großen Knall gab es dann ganz am Schluss. Donald Trump ärgerte sich, dass Kanadas Premierminister die US-Strafzölle nicht so dolle fand und zog noch im Flugzeug seine Zustimmung zur Abschlusserklärung zurück. Mit einem Tweet, natürlich. Ob es nun die G7 überhaupt noch gibt, dazu Achim Unser. Wir schauen aber nun erst einmal nach Singapur. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist ein paar Stunden vor Donald Trump dort eingetroffen. Und er wurde gleich vom Gastgeber empfangen, dem Ministerpräsidenten Singapurs. Der hofft, dass in seinem Stadtstaat nun Geschichte geschrieben wird und will dabei nichts dem Zufall überlassen. Steffen Schwarzkopf berichtet. Der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Susanna aus Mainz ist wieder in Deutschland. In einer spektakulären Aktion brachte die Bundespolizei Ali B. gestern Abend zurück nach Deutschland mit Hilfe der kurdischen Behörden. Heute sagte er mehrere Stunden vor einer Amtsrichterin aus. Andrea Ohms berichtet. Eigentlich dienen Parteitage der Selbstvergewisserung nach innen und sollen nach außen Einigkeit demonstrieren. Bei den Linken aber gab es offenen Streit über die Flüchtlingspolitik, den Machtkampf zwischen der Fraktionsvorsitzenden und der Parteivorsitzenden und eine regelrechte Klatsche für Katja Kipping und ihren Co-Vorsitzenden Rieksinger. Thomas Fedder berichtet. Wie schon in den Wochen zuvor gab es auch in diesen Tagen wieder erst brütende Hitze, dann heftige Gewitter in weiten Teilen Deutschlands. Dieses Mal war vor allem der Süden betroffen, aber auch in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen tobten die Unwetter. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Sabrina Behrens berichtet. Spielen scheint ein menschliches Grundbedürfnis zu sein. Nach Bauklötzen, Kniffel und viel Gewinn landen viele schließlich bei Computerspielen. Und die richtigen Fans warten jedes Jahr sehnsüchtig auf die Spielemesse in Los Angeles. Dort zeigen dann die großen Entwickler ihre neuesten Spiele und Highlights. Eine Vorschau gibt's schon jetzt von Stefan Wittmann. Am Donnerstag beginnt für Milliarden Menschen rund um den Globus die fünfte Jahreszeit. Vier Wochen lang herrscht König Fußball über den Alltag aller Fans. Aber auch die Nicht-Fußball-Fans entkommen ihm kaum. Denn die Begeisterung für die Weltmeisterschaft greift weit um sich. Da fängt selbst der russische Präsident an, Englisch zu reden, wie Felicia Pochhammer zeigt. Ich hoffe, das haben meine Söhne jetzt nicht gesehen, sonst verlangen die Nachbesserung. Hier bei uns kommen jetzt noch die Wetteraussichten und anschließend trifft in Stirb langsam Bruce Willis auf seinen Filmsohn und dabei kracht es natürlich deutlich mehr als bei normalen Beziehungskisten. Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.